Hallo und herzlich willkommen zur LS19 Challenge auf dem Zweisternhof. Zweisternhof, schon wieder falsch, ey. Mann. Zweisternhof, ja. Mit Mikado. Servus. Hallo. Servus. So, zweite Folge ist gestern rausgekommen und wir machen mal hier weiter. Wir hatten ja das Projekt gestartet, Moment. Vorgestern. Und suchen immer noch Mitspieler, die hier das Lohnunternehmen stellen. Übrigens, alles gut, Mikado? Ja. Na, dann ist supi. So, Kohle haben wir nichts mehr, so wie Mikado wahrscheinlich auch nicht mehr. Ne, ich habe jetzt wirklich, ich hab fast gar keine, oder eher gesagt, ich habe gar keine Kohle mehr. Ja, ich habe nur 12.000. Ich habe nur 7.000. Ja, aber du hast wenigstens so eine Ernte, die du bald verticken kannst. Zweitens habe ich noch gar keinen Kredit aufgenommen. Was? Oh, stimmt, den haben wir schon voll verballert. So. Oh ne, warte, den muss ich ja hier lassen. Aber warte, da möchte ich noch irgendwas gerne mitnehmen. Warte, was brauche ich denn? Warte, da kann ich ja gar nichts mitnehmen. Ist weg. So, ja, das haben wir verpeilt, also wir sind richtig schon im Minus eigentlich. Aber ich muss auch mal langsam gucken, ich glaube, ich brauche langsam auch mal einen Kredit. Ja, komm, baller raus. Bin ich nicht mehr alleine. Aber noch geht's. Ja, ich hoffe, dass morgen, also nach der Nacht um 21 Uhr, wird ja die Zeit auf 60-fach gestellt. Dass wir dann morgen endlich unser Feld ernten können. Ich hoffe dann, dass ich morgen mein Feld schon abgeerntet habe oder dass ich Silage habe. Ich will ja jetzt auch demnächst Silage machen. Silage willst du schon machen? Ja. Ja, so ein bisschen Geld verdienen. Bin mal gespannt. Ja, da bin ich doch mal voll in diesen Haufen reingefahren. Das will ich natürlich nicht. So, wer sich wundert, weshalb Mikado nicht aufnimmt, das hat er vorher angekündigt, ja, also ist halt so. Ja. Ist ja keine Pflicht hier. Wenn ihr als Lohnunternehmer dazukommt, könnt ihr, wenn ihr wollt, natürlich mit aufnehmen. Ja, es ist halt doof, dass ich nicht aufnehmen kann. Ich hab halt deinen schwachen PC. Aber ich würde halt auch gern. Aber naja. Man nimmt, wie es kommt. So. Wo habe ich denn jetzt hier meinen... Hier vorne habe ich meinen Anhänger. Und bin voll gegen die Ballpresse gefahren. Oh Gott, hoffentlich hätte ich keinen Schaden bekommen. Ja, das haben sie ja leider nicht eingebaut. Ich finde, das hätten sie so easy mit dazu bauen können. Beim LS. Also ein Schadensmodell, ein richtiges. Nicht nur die Wartungsintervalle. Wenn man dagegen fährt, ach, da zieht das dann schon nichts ab. Aber dann so nach einer Zeit geht er dann so langsam kaputt. Ja, eben. Also man hätte ja nur sagen müssen, ey, mit Geschwindigkeit so und so gegen einen festen Gegenstand oder gegen irgendwas dagegen fahren, gibt's halt so und so viel Schaden. Aber keine Ahnung. Ja. Vielleicht kommt es in einem der nächsten LS. Dann fahre ich mal hier mit meinem kleinen Waldarbeiter. Warte, mir hat Wiese 5 gehört, ne? Ja. Man sieht das ja leider nicht. Das ist doof. Ja, stimmt, bei den Wiesen sieht man es nicht. So, hier X ausklappen. Dann hole ich mal ein bisschen Gras. Gras? Für was denn? Die Lage. Ach, du willst Silo machen? Hast du denn auch schon ein Fahrsilo gekauft, oder wie? Ja. Aha. Alter Nachmacher. Wie, hast du auch schon gemacht? Ja, Silo habe ich schon eine Weile. Ich glaube, ich fahre gerade volle Kanne quer hier drüber. Anstatt, dass ich irgendwie gerade hier drüber fahre. Wir haben, glaube ich, eine Sämaschine uns gekauft, oder? Ja, hast du. Hab ich? Ja. Ach stimmt, die Pronto, gell?
Ah, die Ja, Kondos. genau. Und wir haben. Habe ich auch Kalk gekauft? Kalk habe ich bestimmt nicht gekauft. Boah, ey, ich muss mir bald meinen Kredit aufnehmen, damit ich mir dann auch mal eine Sämaschine holen kann. Ach, du hast noch keine Sämaschine? Nee, ich hab. So, wir haben mal kurz ein bisschen ein Ding zugestellt, denn. Ach nee, warte, so. Was mache ich denn? Weiß ich nicht, was du Den machst. Händler zugestellt. Ah jo, da liegt, glaube ich, nur noch mein Schwader und mein Ladewagen. Aber. So, und dann können wir nämlich hier. Nein, wir haben 117 Euro zu wenig. Egal. Dann haben wir die ersten Tiere. Hur, hur, hur. Oh nein. Ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt bei deiner Folge. Du hast da drunter geschrieben, Ziele 50 Kühe. Ja. Hast du das nochmal erneuert oder? Weil vorher hatten wir ja nur gesagt, 80 Schafe. Nein, nein, 50 Kühe hatte ich schon auf dem Zettel stehen. Echt? Okay, dann habe ich das entweder nicht mitbekommen oder ich habe es vergessen. Ich Oder weiß du nicht. wolltest es nicht mitbekommen. Das kann natürlich auch sein. Aber dann machen wir das hier auch schon. Aber ich glaube, am Anfang wäre Schafe sogar noch besser, weil die halt mehr Geld bringen. Obwohl, warte mal, ich weiß es gar nicht. Die Milch und die Gülle und so, die kann man ja auch alles verkaufen. Obwohl, warte mal, ich glaube, Gülle und so kann man die gar nicht verkaufen, oder? Doch, Gülle müsste man eigentlich auch verkaufen können. Die Gülle, ne, Gülle verkauft keiner. Kauft keiner. Nur Okay. Mist kann man noch verkaufen. Gut, ja, aber ich habe mir jetzt auf jeden Fall schon ein paar Schafe gegönnt. Weil ich eben sag, oh, wir müssen auf 60 stellen. Oh ja. So. Weil ich eben gesagt habe, wenn die Zeit so schnell rennt, deshalb habe ich das extra noch vor der Nacht gemacht, dann produzieren die nämlich schon einiges oder zumindest ein bisschen Wolle. Und dann kriegt man da Du Geld. kriegst ja auch schon ganz schön viel Kohle hier. Wie viel Kredit hast du denn schon? Ja, stimmt, die Zinsen werden gleich abgezogen. Mann, Mann, Mann. Ups, hier rein. Es ist halt wieder nachteilig. Ich glaube, ich kaufe mir erst eine Sämaschine, wenn ich meine ganzen Sonnenblumen abgeerntet habe. Dann kriege ich ja auch noch mal Geld, dann brauche ich vielleicht keinen Kredit aufnehmen. Und für die Ja. Silage kriege ich ja dann auch auch noch mal Geld. Ja, aber so schnell kriegst du ja keine Silage zusammen, oder? Naja. Oder willst du Silageballen machen? Nee, Silage wollen will ich nicht machen. Ja, also dann dauert es ja, bis die Silage gepresst, vergärt Gegärt ist. ist. Ja, halt so lange dauert das ja jetzt auch nicht. Ja, ein Optimist. Schauen wir mal. Ja, 60 ist sogar relativ human jetzt, was die Nacht angeht. Ja. Relativ hell hier in Zweisternhof. Also, warte mal. Der heißt Zweisternhof. Seht ihr am Himmel in der Nacht zwei Sterne? Warte mal, ich sehe gerade gar keine Sterne. Vielleicht sind die ja wirklich nur zwei Sterne, warte mal. Ich frag mich, existiert diese Map eigentlich wirklich? Oder ist sie Ah, erfunden? ich glaube, das ist eine Random Map. Aber wie kommen die auf so einen Namen? Haben die wirklich nur zwei Sterne in den Himmel gemacht oder haben die einfach so random halt aufgemacht? Das frage ich mich aber bei vielen Maps einfach, wie die auf die Namen kommen. Ich meine, Wassel war ja so eine Map, die die ja auch in echt Ah, okay. war. Ja, da habe ich Ja, ja das stand ja ordentlich. da drunter. Da stand aus dem Originalbau halt fast genau wie das Original nachgebaut. Alter, Und ich bin im Minus. die Minus. Ja, Und das. so leicht.
Kredit ist abgebucht worden. Und Geräte. Oh, ich kann schon fast meine Sonnenblumen hier ernten, weil ich hab, hallo. Hi. Ich hab hier schon fast meine, mein Weizen abgeerntet. Das ist gut. Nee, ich hab gerade eben Hallo gesagt, weil der blöde Helfer, der will wieder keinen Bock gehabt, für mich zu arbeiten. Hätte ich einfach so gesagt. Hätte ich auch nicht. Ja. Ey. Also ich würde sagen, für Varuna kann man immer arbeiten, aber für Mikado, nee. Glaubt mir, arbeitet lieber für mich. Da kriegt ihr mehr Geld und müsst weniger arbeiten. Bei ihm seid ihr Sklaven. Das könnt ihr rausfinden, wenn ihr euch bewerbt als Helfer, Lohnunternehmer. Einfach per E-Mail an varunamc@gmail.de. Gleichwerbung. Ist ja keine Werbung, das ist ja eure Möglichkeit hier mitzuspielen. Werbung! So. Also wir haben heute noch nicht viel gemacht eigentlich, muss ich sagen. Och Gott, ich glaube das Schlimmste gleich wird, wenn ich das Ganze hier noch mit meinem kleinen Schwader machen, bearbeiten muss. Wir können gleich mal schauen. Ja, was hast du jetzt? So einen einfachen Pöttinger oder was? Ja, so einen, diesen ganz kleinen, diesen einzelnen. Ja, dann ist wirklich schwierig. Ich glaube, dann ist es ein bisschen doof sein. Warte mal, ab wann wird es wieder hell? Ab 6 Uhr? 5 Uhr oder so. 5 Uhr? Okay. Ach man, jetzt wünsche ich mir, ich hätte doch aufgenommen. Aber... Mein blöder PC. Naja, wenn die Leute mich arm nennen, dann sollen sie mich arm nennen. Ich kann mir halt nicht viel leisten. Ja, kommt Zeit, kommt Geld. Ah. Gott, ey. Oh, Helfer D hat seine Arbeit beendet. Ja, gut. Dann leere ich den mal schnell. Indem ich hier noch die eine Grasreihe. So, unsere Wiese ist auch bald fertig abgemäht. Ich glaube noch 3 Reihen oder so. Warte, wie viel kostet denn dieses Schneidewerk? Oh, shit. 22.500. Ich glaube, da muss der erste Kredit her. Ach, du brauchst nur ein normales Schneidwerk? Ich brauche dieses Schneidwerk für, Dings, die Sonnenblumen. Ah, okay. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, ich könnte mir auch dieses ganz kleine, von Capello, diesen Quasar F4 holen, aber der kostet auch schon 17.000 und hat nur 3 Meter und dieses andere Schneeweg von Capello, Heliantus 5.700, der kostet 22.500, aber dafür hat er 5,7 Meter. Ja, klar, dann. Warum häng ich? Weiß ich nicht. Oh nein, ich habe mich festgefahren. Ist nicht wahr, oder? Oh, mein Ladewagen hängt. Ah, jetzt. Oh no. Ach. Nee, der hängt fest. Was los hier? Ah, jetzt. Oh, Wachstumsstufe ist gekommen. Oh ja, bei mir auch gerade hier. Mein Gras ist gewachsen. Ja, bei mir auch. Kann ich gleich weitermachen hier? Alles tutti. So, habe ich mir einen Schwader gekauft? Weiß ich nicht. Muss ich doch gerade mal reingucken. Nee. Warte mal, wie viel kostet es denn, wenn ich jetzt diesen kleinen Schwader verkaufen... warte mal. Wie viel kostet es, wenn ich den kleinen Schwader verkaufen würde? 7.000 nur. Ach Gott. Da könnte ich mir nämlich vielleicht den bisschen größeren hier kaufen. Dann ist das nicht so viel Arbeit. Ich habe gerade auch schon. Warte mal, ich glaube, mein Mähwerk, das ist sogar hier unten. Aber das wäre doch viel schlauer, sonst muss ich immer von oben nach unten fahren. Und du? Schneidewerk brauche ich ja sowieso immer wieder hier. Mal kurz ein bisschen Industriespionage betreiben.
Ah ja. Mikado ist am Mähen. Naja, nee, hab gemäht, bin fertig. Du bist schon fertig? Ja. Okay, ich lade. Hab gleich einen Ladewagen mit dabei. So, wir haben schon 5:45. Ach stimmt, wie lange haben wir eigentlich noch von. Noch gute 5 Minuten. Gute 5 Minuten, ja, das so, dann gut an. Kommt die Zeit wieder auf 15-fach. Oh, wieder hell. 6 Uhr. Moin, moin, Freunde. Guten Morgen. Hallo, warum sammelt mein Ladewagen nichts ein? Das kann ich dir leider nicht beantworten. Ich mail mir hier. Hä? Ist aber komisch. So, wo ist denn hier mein schicker Helfer? Wo hat denn der geparkt? Gott, warte mal. Ich brauche erstmal ein Kredit. 1, 2, 3. Ja, das reicht. Dann kann ich mir nämlich dann. Obwohl, ich habe mir das gerade umsonst geliehen. Habe ich gerade gemerkt. Ah, du vernichtest auch schon dein Geld. Ist gut. Nee, bin ich nicht alleine. Eigentlich nicht. Ich habe ja dasselbe wieder zurückbekommen. Ach so. Schade. Weil ich miete mir den ja nur. Das kostet nur 1000 irgendwas. Oh. Puh, da habe ich doch gut ausgerechnet. Ach Gott, ey. Das jetzt, hätte ich mir den jetzt gekauft, ich glaube, dann hätte ich mein ganzes Geld verschwendet. Das wäre schön gewesen. Ey. Für dich wäre es schön gewesen. Natürlich, natürlich. So, aber wie wir hinten sehen, wir haben schon ein bisschen Wolle gekriegt. Bestimmt nicht so viel, aber. Kleinvieh macht auch Mist. Mal gerade mal schauen. So. Warte, wer bietet denn am besten hier Weizen an? Am besten bietet hier Acryl. Oh oh, ich bin voll. Ist da denn noch was drin? Ich hoffe nicht. Ah, 206 ist da noch drin. Eieiei. Oh, wir haben schon Erntereife 2 auf dem Feld. Das ist gut. Dann können wir vielleicht in der nächsten Folge mit der Ernte anfangen. Und das bringt uns dann hoffentlich Geld. Ich kann jetzt schon mal meine erste Ernte wegbringen. Bekomme ich schon mal ein bisschen Geld. Warte mal, wo muss ich das denn hinbringen? So. Wo ist denn das? Hier. Dann markiere ich mir das mal. So, Markierung setzen. Aber du hast ja nicht die höchste Erntereife gehabt, oder? Nee, nee. Ich habe mir auch nochmal die erste Folge angeguckt, wo ich AFK war. Hast du ja auch nochmal gesagt, in der ersten Erntereifestufe. Warum habe ich hier keinen Zugang? Ich dachte, es gehört mir das Land hier. Ja, wenn du vielleicht so am Rand bist, dann ist das manchmal ein bisschen doof. Ja, okay. Ah, hier sind wir wieder auf unserem Land. So. Wie fahre ich denn am besten dahin? Einfach geradeaus weiter. Ja, gut, das finde ich gut. Wir mähen einfach mal und hallo, mähen und mähen. Ich hab hier Vorfahrt und dann dauert er mir einfach die Vorfahrt. Das geht ja gar nicht. Ja, das ist ein bisschen schade bei den Autos hier. Aber das war im 17er, glaube ich, auch schon so. So relativ weit auf die Straße fahren musstest, bis er dir die Vorfahrt gegeben hat. Oh nein! Ein falsches Gerät abgeschalten, verdammt. So, dann fahre ich hier um die Ecke und dann bin ich mal gespannt, was ich so an Geld bekomme.
Gut, Leute, wir haben heute wenig gemacht, beziehungsweise wir haben nur gemäht. Aber in der nächsten Folge können wir, denke ich, hier anfangen zu ernten. Mikado hat schon ein bisschen Geld verdient, glaube ich. Ja, warte, warte, ich kann euch gleich sagen, wie viel. Oh, das steigt und steigt. Das gefällt mir. So, 21.340 Euro habe ich durch diese Einnahme, durch diese Ernte. Echt jetzt so viel? Ja. Okay. ich würde sagen, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Das werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall machen. Also alles gut. Ja, stimmt. Aber so viel haben uns die Tiere bisher auch noch nicht gebracht. 42 Liter erst. Aber wir geben Gas. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Zu Ende, oder was? Ja, sind wir bei 21 Minuten. Wenn ihr längere Folgen wollt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Dann machen wir vielleicht so 30 Minuten. Auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, ein Like, Abo oder Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Montag um 18 Uhr, wie gewohnt. Bis dahin. Ciao. Ciao.